Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mac mit 3 Ausrufezeichen. Ja, in der letzten Folge, beziehungsweise in der allerersten Folge dieser Staffel, habe ich euch erklärt, was so die Situation damals betraf, was die Computerspielzeitschriften damals anging, genauso wie den Video- und Computerspielmarkt damals betraf. Und ja, zuletzt haben wir hier aufgehört, wo es darum ging, den Marktsegment für unser neues Magazin auszuwählen. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal den Schneider CPC, den C64, Atari SD, Amiga und PC. Wir wollen alles behandeln, denn unsere Zeitschrift wird ein Multiformat-Magazin sein. Wir machen für alle Zeitschriften, wie die damals die Powerplay oder die Playtime, die ASM und so weiter. Die haben ja für alle verschiedene Plattformen getestet. Und das will ich auch unbedingt. Das macht mir am meisten Spaß. So. Hier haben wir übrigens ein wunderschönes Bild, hier so typisch 90er in Deutschland, diese Grafiken, sehr schön gemacht, detailreich finde ich. Und hier kommt man in verschiedenen Segmenten, wenn man mit der Maus so drüber geht. Hier kann man weiter in den Monat, aber so weit sind wir noch nicht. Hier kann man sich die Finanzen anschauen, man hat am Anfang 884.551 D-Mark, ja, gibt es gerade noch keinen Euro, Leute. Wenn ich auf Verlag klicke, dann kann ich unsere aktuellen Mitarbeiter anschauen. Wir haben aber noch keine. Hier habe ich die Magazine, da kann ich anschauen. Hier gibt es die ASM, Amiga Joker, den STE Computer, CPC Schneider, International, oder was soll das bedeuten eigentlich? 64er Magazin und den Happy Computer. Guck mal den Happy Computer an. Da sehe ich, dass Michael Langer der Chefredakteur ist. Boris Doc Schneider ist... Anatol Locker, Heinrich Lehnhardt, Martin Gaksch, Petra Wangler arbeiten als Redakteure und als freier Mitarbeiter Stefan Schwarzgeld. Wenn ich zurückgehe, kann ich auch die anderen Zeitschriften anschauen, zum Beispiel die ASM oder den Amiga Joker und so weiter. Also das war so die Zeit, wo es auch ein paar Zeitschriften gab, die tatsächlich nur für die eine Plattform eine Computerzeitschrift herausgebracht haben, zum Beispiel der Amiga Joker, eben der CPC Schneider, der ST oder 64er Magazin. Und wie gesagt, ASM und Happy Computer sind unsere größten Konkurrenten, denn die machen auch Multiplattform. Also die tun für alle Plattformen testen und berichten. So, den Stellenmarkt wollte ich als nächstes anschauen. Wie ihr seht, gibt es hier sehr viele Redakteure. Woran liegt das? Ich habe einige Redakteure tatsächlich schon mal vorbereitet für dieses Let's Play. Und zwar im Editor kann man einige schon vorbereiten, denn ich wollte tatsächlich eine gute Mannschaft direkt am Anfang zusammenkriegen. Und ich würde mal sagen, als erstes gucken wir mal die freien Mitarbeiter an. Gibt es hier denn irgendjemanden, der besonders gut ist, der sich gut eignen würde für irgendwelche Sachen? Wo ist denn der Unterschied zwischen den freien Mitarbeitern und den normalen Redakteuren? Die freien Mitarbeiter kosten nicht monatlich Geld, die kosten tatsächlich pro Seite, die sie schreiben. Also wenn sie mehrere Seiten schreiben, dann muss man halt eben mehrere Seiten blechen. Wenn ich jetzt hier auf Sascha Täuber gehe, dann sehe ich hier 251 Mark pro Seite kostet er. Der nächste kostet 290 Mark zum Beispiel. Hier oben seht ihr das, den Namen, dann das Geburtsjahr des Redakteurs oder des Mitarbeiters, Magazin frei, ja, weil es ein freier Mitarbeiter. Dann sieht man hier seine Charaktereigenschaften. Der Peter Richter ist zum Beispiel ein Besserwisser und eine Nervensäge. Sein Schreibstil ist locker. Schreibstil ist ganz wichtig für verschiedene Zeitschriften. Für ein Multiplattform-Magazin ist der lockere Schreibstil am besten tatsächlich. Schwerpunkte für diesen Redakteur sind Sportspiele und Strategie- und Wirtschaftsspiele. Dann hat er hier verschiedene Punkte, so 4 verschiedene Bewertungen. Fachwissen hat er 3. Fachwissen ist natürlich wichtig. Das sind übrigens Schulnoten. Wenn er ganz schlechtes Fachwissen hätte, würde er auch die Spieler schlechter bewerten können, sagen wir es mal so. Erfahrung ist ganz wichtig. Zuverlässigkeit natürlich, ob er einigermaßen zuverlässig ist oder nicht. Und die Belastbarkeit. Belastbarkeit 1 bedeutet, dass der Redakteur sehr belastbar ist. Das heißt, dem kann man mehrere Aufgaben verteilen im Monat. Da es sich hier um eine Wirtschaftssimulation handelt, werde ich euch natürlich nicht jeden Aspekt jeden Monat zeigen. Das würde einfach zu lange dauern und es wäre einfach auch teilweise langweilig, weil es passiert teilweise mal nichts. Und ich werde euch aber die erste Folge natürlich schon einen kompletten Monat mal zeigen. Ich zeige euch mal hier den Sascha Täuber. Der hat, das ist ein Exzentriker und Kumpel-Typ,
Ja, also Kumpel heißt, dass er mit anderen wahrscheinlich besser klarkommt. Sein Schreibstil ist witzig, was passt eigentlich nicht so zu uns, aber das passt schon. Action und Strategie ist Schwerpunkt. Diesen werde ich gleich mal einstellen, weil Action-Spiele sind gerade am Anfang der 80er sehr viele. Später werden die weniger, aber ihr seht hier, seine Bewertungen sind ganz gut, überall eine 2, also werde ich den mal einstellen. Wenn ich hier auf die Kaffeetasse klicke, sagt er mir, okay, auf gute Zusammenarbeit. So, damit haben wir unseren ersten Mitarbeiter. Ich werde aber noch ein paar andere einstellen. Ich überlege mir gerade Sport, Strategie und Wirtschaft. Er hat eine ganz gute, er hat leider kein gutes Fachwissen, aber oder eine mittlere. Aber nicht perfekt. Ich gucke mir mal um, ob ich vielleicht jemanden finde hier. Der Volker Breitfeld ist ganz gut. Der schreibt überschwänglich, ist recht günstig, ist sehr belastbar und hat gute Erfahrungen und Fachwissen. Zuverlässigkeit ist nicht so gut. Ich nehme ihn mal trotzdem mal mit. Hardware Freak und Leserbriefe. Da können wir auf jeden Fall einen freien Mitarbeiter gebrauchen, falls unsere eigenen Mitarbeiter in Urlaub gehen sollten. So, den Peter Richter kennen wir schon. Andreas Küben. Nee. Guck mal kurz nur auf die Bewertungen. Belastbarkeit ist ganz schlecht bei dem hier. Bei dem ist es noch schlechter. Ah, hier ist einer. Rainer Duda. Der ist Kumpeltyp. Flugsimulation und Sportspiele. Fachwissen, Erfahrung. Ne? Muss ich mir mal merken, ob der sich für uns eignet. Hier Karl-Heinz Voss. Strategie, Wirtschaft und Anwendungen. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Der hat überall Zweier Bewertungen. Was mit Inner Chef? Niemals, sagt er. Okay, und dann sagt er doch zu. Er hat nur sein Gehalt ein bisschen aufgebessert, wie ich sehe. Okay. So, wer ist denn noch so hier zu haben? Den Duda haben wir uns noch gemerkt, ne? Weil der macht nämlich zwei Genres, die wir auch gebrauchen können: Flugsimulation und Sportspiele. Gucken wir mal, ob wir hier haben wir Peter Sapporn, Strategie und Wirtschaft leider nur. Und die Margarete Schwiens macht nur Rollenspiele. Okay. Nee, ich möchte schon, wenn dann. Hier Stefanie Schlurf hat überall eine 1. Schwerpunkt Sportspiele. Aber halt überall eine 1. Ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme den mal mit. Außerdem ist die ganz. Ja, still ist leider nüchtern. Also der schreibt still von ihr, aber das passt schon. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar andere tolle Redakteure hier einsacken können. Boris Schlucker. Sportspiele, okay. Anwendungen und Hardware Freak. Ja, den Wolfgang Bloch, den nehmen wir mal mit. Machen wir mal weiter hier. Gucken wir mal, ob wir noch jemanden guten finden. Okay, das war's. So, also dann. Das ist ein Spieler-Allrounder. Den können wir notfalls nehmen. Ja, falls wir gerade mal keine Redakteure frei haben. Und dann gucken wir noch mal kurz. Wir haben noch ein bisschen Platz, glaube ich. Strategie, Wirtschaft. Ich würde mal sagen, wir nehmen diesen Rainer Duda mit Flugsimulation Sportspielen auch mal mit. Und hier sehen wir im Verlag, wie viel freie Mitarbeiter wir haben. Genau, wir haben aber noch keine normalen Redakteure. Hier werde ich jetzt ein paar einstellen. Und zwar als erstes werde ich mal, ich habe mal einen Redakteur erstellt, der heißt Erskicker, was für ein Wunder. Der ist im Jahr 67 geboren. Ja, ihr müsst denken, das Spiel ist 1986, also startet im Dezember 85, glaube ich sogar. Der hat überall beste Werte und er ist ein Spieler-Allrounder und Strategie und Wirtschaft hat er als Schwerpunkt. Also ich versuche mal Eskik einzustellen, der sagt sofort zu. Das gefällt mir schon mal. So, und wen ich noch unbedingt haben will, ist Y2O. Y2O ist auch ein Allrounder und Schwerpunkt Action noch zusätzlich. Den können wir gut gebrauchen am Anfang. Dann überlege ich mir noch, ich brauche jemanden für die Hotline. Wen nehme ich dann für die Hotline? Ich nehme die Janina von der M-Games. Ich habe übrigens hier sehr viele aktuelle oder ehemalige Redakteure von Zeitschriften ja, umbenannt und editiert. Die Janina war früher bei der M-Games beziehungsweise bei Maniac noch damals und später bei der M-Games dabei. Sie wird für die Hotline zuständig sein. Die nehme ich mal. Also wenn hier irgendwo mal hot seht, dann heißt nicht, dass derjenige hot ist. Es kann sein, dass er hot ist oder sie. Hier Andreas Knaup ist hot zum Beispiel oder Nathalie Schermann ist hot. Das sind die Abkürzungen für Hotline. Generell habe ich so Abkürzungen am Ende immer hingeklatscht, damit ich weiß, für was die sich eignen würden. So, wir brauchen jemanden für die Hardware und für Adventures. Ich nehme mal Chris Schmidt mal mit. Kein Interesse.
Okay, da jetzt will er mehr Geld haben. Okay, wenn ich da nochmal drauf klicke, dann sagt er auf einmal zu. Na gut, so sind sie Leute, mit Geld sind sie zu überzeugen. So, für die Hotline brauche ich eigentlich noch ein paar Leute, aber ich werde jetzt erst einmal tatsächlich mich um die Zeitschrift kümmern. Wir haben ja jetzt zwei Leute, die Allrounder sind und Strategie und Action haben wir jetzt bedient. Wie nehmen wir denn noch? Wir haben jetzt die Elena Schulz für die, Entschuldigung, die Janina für die Hotline. Ich würde mal sagen, die Elena Schulz nehme ich auch für die Hotline noch mit. Schauen wir mal, ob sie zusagt. Das kommt für mich nicht in Frage. Doch, ein bisschen mehr Geld und schon sagst du zu. Ja, das war mir doch klar. So, ich überlege gerade, ob ich noch jemanden für die Hotline mitnehme. Die Hotline wird nämlich erst spätestens ab Monat 3 oder 4 sehr wichtig. Ich nehme erstmal den Ulrich Steppberger mit. Wo ist denn der Ulrich? Ulrich Nolte. Ulrich Steppberger gibt es denn hier gar nicht? Ach, schade. Ach doch, hier ist er doch. Der ist nämlich, wird nämlich unser Leserbriefonkel sein. Und wird Tipps und Tricks noch nebenbei machen. Den stelle ich auf jeden Fall mal ein. Dann nehme ich noch einen Thomas Nickel mit. Also eigentlich empfiehlt es sich gar nicht, so viele Redakteure am Anfang einzustellen. Aber ich habe tatsächlich Angst, dass die Konkurrenz mir die alle wegnimmt. Deswegen den nehme ich auch als Leserbriefonkel und als Tipps und Tricks. Die können sich dann gegenseitig gut ergänzen und können und müssen nicht, ja, die Mitarbeiter gehen ja von Zeit zu Zeit auch in Urlaub und so werden sie nicht gleichzeitig in Urlaub sein. Das ist nämlich das Wichtige. So, als nächstes nehme ich mal Thomas Nickel, habe ich schon gemacht. Dann will ich noch Christian Schmidt, habe ich glaube ich schon genommen. Genau. Dann nehmen wir mal den Heiko Klinger, den aktuellen Chefredakteur der Zeitschrift GameStar. Wo ist denn der Heiko? Der macht nämlich Action und RPG und den können wir gut gebrauchen für die Rollenspiele. Also nicht wundern, ich habe jetzt nicht die Fähigkeiten tatsächlich den Vorlieben der Redakteuren angepasst. Ich wollte tatsächlich, dass die funktionieren und ja, es basiert nicht auf der Realität, also nicht komplett. Teilweise schon, teilweise nicht. Das war mir einfach zu viel Arbeit irgendwann. So, dann nehme ich als Oliver Schultes noch. Oliver Schultes ist auch als der Chefredakteur der Zeitschrift M-Games. Den nehme ich mit für Action und für aktuelle Meldungen, denn da brauchen wir auch jemanden, der über die aktuellen Situationen berichtet. Genauso wie unser allseits geliebter Andreas Knauf, der macht nämlich auch aktuelle Meldungen und die Hotline. Und dann habe ich gar nicht mehr so viel Platz, deswegen muss ich jetzt aufpassen, was ich nehme. Markus Schwertl nehme ich auf jeden Fall mit für Flugsimulation und für Adventures. Dann haben wir zwei Leute für die Adventures und zwar Christian Schmidt und ihn. Und Markus Schwertl für Flugsimulation. Da brauche ich aber noch jemand für Flugsimulation. Dann nehme ich den mal den Michael Hengst. Der Michi. Denn der macht Flugsimulation und Rollenspiele. Das heißt, dann habe ich auch beide Genres komplett abgedeckt. Ich will immer schauen, dass immer zwei Redakteure pro Genre zur Verfügung stehen. Also zwei Experten für ein Genre. So, jetzt habe ich nicht mehr so viel Platz. Das heißt, ich muss jetzt gucken. Michael Graf wollte ich noch nehmen. Habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar für Sportspiele und für Strategie und Wirtschaft. Ist das der richtig? Ja, ist richtig. Dann habe ich den Eskika für Strategiespiele und auch den Michael Graf. Und als letztes noch den Gunnar Lott. Gunnar Lott, nämlich, der hat nämlich Sportspiele und Anwendungen. Dann habe ich Sportspiele auch abgedeckt. Und dann habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so viele Plätze. Wenn ich richtig weiß, müsste ich noch einen Platz haben. Oder zwei sogar, bin mir gar nicht so sicher. Vielleicht habe ich den einen oder anderen übersehen. Also ich habe mir auf jeden Fall noch jemand für die Hotline vermerkt. Und ich muss noch mal ganz kurz gucken. Ah ja, ich habe einen vergessen. Und zwar Steffen Heller wollte ich noch mitnehmen für Anwendungen und Hardware. Denn einen weiteren Hardware-Mitarbeiter brauchen wir auch. Und für Anwendungen dann brauchen wir auch noch jemanden. Und dann haben wir, glaube ich, unser Team zusammen. Ich würde tatsächlich noch die Geraldine mitnehmen für die Hotline. Schönen Dank. Ja, jetzt nimm an. Oder ja, wenn die zu teuer ist, dann nehme ich eben die Nathalie Schermann. Die macht auch Hotline, ne? Genau. Die wird ein bisschen günstiger. Mit so einem chaotischen Haufen, die wäre aber immer noch günstiger als die andere. Okay, und jetzt hat sie zugesagt. So, mehr können wir auch gar nicht einstellen. Ich glaube, wir sind schon am Maximum. Ja, genau. Wir haben jetzt all die Redakteure hier und auch die freien Mitarbeiter. Und damit haben wir tatsächlich ein mega Dream Team, was uns sehr teuer sein wird. Denn ja, das ist viel zu teuer, tatsächlich, wenn man hier auf die Finanzen schaut.
Ich werde hier sehr viel Personalkosten haben, aber ich hoffe, dass ich innerhalb von wenigen Monaten so viel Zeitschriften verkaufe, dass sich das wieder einigermaßen gut macht. Und ansonsten werde ich noch ein bisschen Kredite aufnehmen und so weiter. Hauptsache, wir kommen erstmal die ersten Monate durch. Wen könnte ich denn noch? Ich glaube, ich kann keinen mehr einstellen. Ich probiere mal die Geraldine, aber ich glaube, nee, die Geraldine nicht. Die ist zu teuer. Die Ankatrin, die wäre günstiger. Ja, zu viele Mitarbeiter für dieses Magazin. Das heißt, ich kann keine mehr nehmen. So, und damit haben wir alle Redakteure eingestellt, die wir haben wollten. Wir gehen jetzt mal auf weiter. Moin Leute, wir feiern heute die Geburt eines neuen Entertainment-Magazins, welches sich hoffentlich schon bald als Trendsetter der Branche erweisen wird. Der Erfolg hängt nicht zuletzt von eurer Kreativität und eurem Engagement ab. Also haut rein, in der heutigen Redaktionskonferenz der ersten wollen wir uns primär mit der Aufmachung und der künftigen Image unseres Heftes auseinandersetzen. Dann wollen wir den werten Kollegen der Konkurrenz mal zeigen, wo es lang geht. Ja, schauen wir mal, ob wir das wirklich so machen können. So, hier ist das Cover auszuwählen. Am Anfang, man kann nur auswählen, schwarz-weiß oder Farbe. Wir machen natürlich Farbe, weil sich das besser verkauft. Dann können wir hier die Seiten in schwarz-weiß anzeigen und die Bilder. Aber wir machen das auch in Farbe. Und hier kann man verschiedene Layouts auswählen. Also es gibt hier diese verschiedene Ansichten. Ich gehe mal auf weitere Layouts. Ihr seht, hier gibt es Layout 5, 6, 7, 8. Es gibt 8 verschiedene zur Auswahl. Und für ein Multi-Plattform-Magazin wie unseres eignet sich tatsächlich das Layout 5 am meisten. Für verschiedene andere Zeitschriften wie C64er-Magazin und so weiter eignen sich die anderen tatsächlich besser. Aber für Multi-Plattform ist Layout 5 wirklich am besten. Und hier benennen wir unsere Zeitschrift. Und zwar nennen wir sie Games World. Wie meinen Kanal S-Kickers Games World. So, wir nennen es mal Games World. Okay. Okay, wir haben unser Heft nun bezüglich Aufmachung und Image eingeordnet. Aber nun gilt es noch, die Rubriken der Startausgabe festzulegen. Einige grundlegende Dinge wie Editorial und Inserentenverzeichnis sind natürlich fester Bestandteil des Heftes. Aber wie steht's mit? Aktuelle Meldungen nehmen wir mit. Rubriken der Startausgabe sind es übrigens. Dann die Hardware-Reviews nehmen wir auch mit. Tipps und Tricks nehmen wir mit. Arcade-Spielhalle nehmen wir mit. Buchbesprechungen. Sonderthemen und Anwendungen. Wir nehmen alles mit. Wir wollen so viel wie möglich bedienen. Natürlich muss man nicht von allen so viel wie möglich produzieren, aber es ist wichtig, dass man alle, dass man möglichst viel abdeckt und dass man ja für den Lesern irgendwas bietet. So, ich klicke mal auf OK und damit geht es los, Leute.